Ein Leben im großen Kopf. Baldurin Beobab hatte mir alles erklärt. Das ist ein Bollockkopf, sagte er. Bollocks sind, ich weiß, was ein Bollock ist. Dann weißt du ja vielleicht auch, dass sie gelegentlich ihre Köpfe ablegen. Von diesem hier geht die Sage, dass er seinen Kopf vor Tausenden von Jahren hier abgelegt hat. Dann hat er sich auf die Suche gemacht. Auf die Suche? Wonach? Naja, nach seinem Kopf. Bollocks sind nicht besonders helle, weißt du. Ich weiß. Tja, seitdem liegt jedenfalls dieser Schädel da, und er versperrt den einzigen Zugang nach Atlantis. Ich könnte über ihn hinüberklettern. Im Scheitel des Kopfes wohnen Tausende von Bollockflöhen. Weißt du, was Bollockflöhe sind? Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderdaseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigala Bollockflöhe, die Doppelpunkt Unter den blutsaugenden Großinsekten Zamoniens gehören die Bollockflöhe sicher zu den größten. Sie werden bis zu 6 Meter groß und können 15 Zentner wiegen. Bollockflöhe haben einen flügellosen, seitlich gestauchten Körper mit kräftigen, zum Springen hervorragend geeigneten Beinen. Am Kopf befinden sich zwei lange Fühler zum Ertasten der Beute, darunter zu sägeartig gezahnten Steckborsten umgebildete Mandibeln sowie Saugrüssel zum Festhalten und Aussaugen des Opfers. Sie halten sich bevorzugt in der dichten Behaarung von abgelegten Bollockköpfen auf und ernähren sich vorwiegend von kleineren Gebirgstieren und ahnungslosen Bergsteigern. Ich weiß, was Bollockflöhe sind. Gut, sagte Balduran, aber es gibt noch einen anderen Weg. Und zwar nur wenige haben gewagt, ihn zu gehen, und keiner weiß, ob es auch nur einer davon geschafft hat. Was für ein Weg ist das? Es ist der Weg durch den Kopf. Man geht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Natürlich nur wenn man es schafft, das Bollockohr zu erreichen, ohne von den Flöhen gefressen zu werden. Aber angeblich halten sich nur ganz wenige Flöhe in den Haarspitzen auf. Die meisten sitzen im Scheitel und ernähren sich von Steinadlern und Pyritgeiern. So hieß es jedenfalls damals. Das ist alles so lange her. Du meinst, man kann durch das Gehirn des Bollockkopfes gehen? So sagt man. Ich hatte mal einen Cousin, dessen Patenonkel hatte einen Großvater, der angeblich jemanden kannte, dessen Schwester mütterlicherseits einen Freund hatte, der es versucht haben soll. Und was ist mit ihm passiert? Das weiß man nicht. Vielleicht ist er in Atlantis untergetaucht. Ich überlegte nicht sehr lange. Ich kenne mich aus mit Labyrinthen. Ich versuch's. Balduan sah mich lange an. Es gibt nur ein Problem. Das wäre? Er senkte seine Stimme und raunte mir ins Ohr. Man sagt, der Kopf sei völlig verrückt. Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderdaseinsformen, Phänomenozemonien und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigalla. Großer Kopf Komma der Doppelpunkt. Mehrere zarmonische Sagen berichten übereinstimmend, dass in den frühen Tagen des Kontinents noch Bollocks lebten, die viel größer waren als die heutigen. Der konkreteste Beweis für die Existenz von prähistorischen Riesen Bollocks ist der sogenannte große Kopf im östlichen Pyritgebirge Zamoniens. Man vermutet, dass einer dieser mächtigen vorgeschichtlichen Bollocks seinen Kopf in die tiefste Schlucht des Gebirges legte und sich dann auf den Weg begab, ihn zu suchen. Der Bollockkopf ist etwa 25 Kilometer hoch und misst Ähnliches in der Breite. Er ist vorwiegend von dichtem, filzigem Haar bedeckt, das immer noch wächst, pro Jahr ca. 20 Meter. In der Behaarung des Bollockkopfes leben zahlreiche Kleininsekten, Gemsen und Nistvögel sowie die gefürchteten, siehe Bollockflöhe. Im Inneren des Kopfes vermutet man ein Gehirn von etwa 21 Kubikkilometern Größe. Der Umfang oder das Gewicht sagt übrigens nichts über die Intelligenz seines Besitzers aus. Ein Elefantengehirn wiegt durchschnittlich 5400 Gramm, während das eines Aideten gerade mal ein halbes Pfund auf die Waage bringt. Man könnte sogar sagen, dass die Intelligenz eines Lebewesens proportional schrumpft, je größer sein Denkorgan. Ist. Im Kopf befindliche Abteilungen geraten, je größer ein Gehirn wird, immer weiter auseinander und verlieren dadurch die Verständigungsmöglichkeiten. Besser als ein großes Hirn sind also mehrere kleine, die bestens untereinander verkabelt sind. Man mutmaßt, dass der große Bollockkopf nicht abgestorben ist, sondern immer noch schläft, da er angeblich gelegentlich Unverständliches von sich gibt und periodisch schnarcht der aufstieg zum ohr war eher unangenehm als wirklich schwierig wenn alle berge haare hätten wäre bergsteigen ein kinderspiel ich fand überall halt die haare waren stark und fest wie schiffstaue mit dicken verfilzungen wirbeln und knoten die reichlich möglichkeiten zur bekletterung boten das unangenehmste war der geruch der filzigen büschel die hier schon seit jahrtausenden ungewaschen vor sich hinwucherten das berühren des klebrigen talgs und das generell sehr seltsame gefühl einen kopf zu besteigen. Aufpassen musste ich nur auf die Schuppen. Bollockschuppen sind so groß wie Suppenteller, wiegen etwa ein Kilo pro Stück, und wenn sie in Form einer Schuppenlawine niedergehen, können sie einen mit in die Tiefe reißen. Dachziegelartig geschichtet lagen sie auf den Locken. Das Ziehen an einem falschen Haar konnte genügen, hunderte von ihnen in Bewegung zu setzen. Zweimal gingen solche Schuppenlawinen auf mich nieder. Bei der ersten konnte ich mich gerade noch unter einer fettverklebten Strähne retten. Die zweite verfehlte mich nur um einige Meter. Aber ich kam gut voran. Das Wetter war ausgezeichnet, kein Lüftchen regte sich und Regen war auch nicht in Aussicht. Innerhalb einer Stunde hatte ich zwei Drittel des Weges hinter mir und machte eine kurze Pause auf einem Filzbüschel hoffnungslos verknoteten Bollockhaars. Nach kurzer Rast stieg ich mit frischer Kraft weiter. Das Ohrläppchen des Bollocks hing nur ein Dutzend Meter vor mir, ein riesiger Überhang aus Fleisch. Ich stieg daran rechts vorbei, um direkt von der Seite in die Ohrmuschel gelangen zu können in griffweite wuchs ein langes haar direkt aus dem ohr heraus zwar kein appetitlicher anblick aber ein idealer halt um mich direkt in das ohr hinein zu schwingen beherzt griff ich danach zog zweimal um seine festigkeit zu prüfen und stieß mich dann mit den füßen ab ich federte hoch wie ein stabhochspringer allerdings fing das haar jetzt an sich zu bewegen anstatt direkt in das ohr hineinzuschwingen wurde ich von dem haar hin und her gewedelt unter mir ging es etliche Kilometer in die Tiefe, meine Hände hatten wenig Halt an dem glatten Gewächs, lange würde das nicht gut gehen, aber dann, als hätte es sich das Haar anders überlegt, wurde ich von ihm über die Fleischbrüstung in die Ohrmuschel hineingeschoben. Es war nämlich gar kein Haar, sondern der Fühler eines schwergewichtigen Bollockflohs. Ich ließ sofort los und plumpste in die Ohrmuschel, was meine Situation aber nicht sonderlich verbesserte. Der riesige Floh stand zwischen mir und dem Eingang zum Ohr und rieb sich seine Vorderfüße wie Messer und Gabel vor der Mahlzeit. Ich hatte gar keine Gelegenheit, in Panik zu geraten. Ich musste sofort handeln. Ich machte einen Ausfallschritt nach links. Der Floh folgte mit seinem massigen Körper der Bewegung, aber ich pendelte sofort nach rechts und schlüpfte zwischen seinen Beinen unter ihm hindurch. Der Floh war zu schwer, um schnell genug zu reagieren, was mir Gelegenheit gab, ins Innere des Ohrs zu spurten. Schwerfällig drehte sich das Rieseninsekt um und nahm mit großen, kraftvollen Sprüngen die Verfolgung auf. Wenige Meter vor mir war ein großer Tümpel, wohl voller Regenwasser, dunkelbraun und wenig einladend, aber ich hatte keinen Anlass wählerisch zu sein. Ich machte einen kühnen Kopfsprung in die finstere Brühe in der Hoffnung, dass Bollockflöhe nicht schwimmen konnten. Schwer zu beurteilen, ob das ein Fehler war oder nicht. Was den Bollockfloh anging, war es anscheinend eine weise Entscheidung, denn der blieb am Rand des Tümpels wie angewurzelt stehen und machte keinerlei Anstalten, mir in die Brühe zu folgen. Im Gegenteil, er machte eine seltsame Bewegung, die wie ein bedauerndes Kopfschütteln aussah, dann drehte er sich um und spazierte hinaus ins Freie. Was mich anging, war es keine so weise Entscheidung, denn das vermeintliche Regenwasser war keins, sondern Bollockohrenschmalz, eine Substanz, die sich an Lebensgefährlichkeit mit Sumpfwasser oder Treibsand durchaus messen kann. Die ranzige Flüssigkeit umfasste mich wie eine fettige Riesenhand und zog mich in die Tiefe. Wild schlug ich mit den Armen um mich, kein sehr überlegtes Handeln, aber mein wüstes Gepaddelt hielt mich wenigstens an der Oberfläche. Es brachte mich sogar ein bisschen näher an das gegenüberliegende Ufer des Schmalztümpels. Von dort Ragte ein schwarzes Bündel fingerdicker Ohrenhaare in die Flüssigkeit. Ich paddelte aus Leibeskräften, um es zu erreichen, wobei mir das Ohrenschmalz über den Kopf zusammenschlug und in Nase, Augen und natürlich auch in die Ohren drang, was mich vorübergehend blind und taub machte. Dann verschluckte ich eine ordentliche Portion Schmalz. Das war das widerlichste Gefühl in meinem ganzen Leben. Vor Schreck und Ekel vergaß ich zu paddeln und sank noch tiefer in die warme, weiche Masse. Nur eine Hand von mir ragte noch aus dem Tümpel heraus und tastete nach dem Haarbüschel. Meine letzte Bewegung war schon kein Greifen mehr, sondern eher ein Abschiedswinken. Mich hatte alle Kraft verlassen. Jemand oder irgendetwas, das war in meiner Situation schwer zu beurteilen, ergriff meine Hand. Es fühlte sich zumindest nicht an wie ein Flohfühler oder sonst etwas Insektenhaftes, also packte ich zu und ließ mich hochziehen. Ich hielt mich fest und strampelte mit den Füßen, bis sie auf festen Boden trafen. Auf allen Vieren kroch ich aus dem Tümpel und rieb mir das Spalz aus den Augen, um zu sehen, wer mir da das Leben gerettet hatte. Es war ein durchsichtiger Tropfen aus pulsierendem Licht, der schon auf den ersten Blick irgendwie deprimiert wirkte. Mein Name ist 16 U. Ich bin eine Idee stellte sich die Gestalt mir vor. Angenehm, antwortete ich. Ich heiße Blaubär und ich bin ein Blaubeer.« Einen Augenblick lang standen wir etwas hilflos herum und wussten beide nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Dann fing ich einfach an, das Ohrenschmalz aus meinem Pelz zu bringen. Du hast wirklich Glück gehabt, dass ich zufällig in der Nähe war, sagte die Idee. Schon viele sind im Schmalztümpel ertrunken. Tückische Brühe. Du sagst es. Vielen Dank übrigens. Ich verdanke dir mein Leben. Du hast was bei mir gut. Schon gut. Ich bin froh, dass ich mal zu was nütze bin. Ansonsten bin ich nämlich zu nichts zu gebrauchen. Wie meinst du das? Naja, ich bin zwar eine Idee, aber eine schlechte. Zuerst haben sie ein Riesentrara um mich gemacht, aber sie sind schließlich dahinter gekommen, dass ich keine gute Idee bin. Dann lassen sie dich einfach fallen. Es gibt unzählige von uns, die durch die Gänge dieses Gehirns irren. Wir sind der Bodensatz der Gehirngesellschaft. Kannst du vielleicht eine schlechte Idee gebrauchen? Ich weiß nicht. Ich möchte nur gerne wissen, wie ich möglichst schnell auf der anderen Seite des Kopfes wieder herauskomme. Dafür brauchst du keine Idee. Die hast du ja schon. Ich gehe auf die andere Seite des Gehirns. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Es ist nämlich verdammt schwer und gefährlich, von einer Gehirnhälfte zur anderen zu wechseln. Weißt du, wie viele Kilometer Gehirnwendungen es hier drin gibt? Nein. Ich auch nicht. Es müssen Millionen sein. Das hielt dich für übertrieben, aber ich fing schon an zu begreifen, dass das alles nicht so einfach werden würde, wie ich es mir vorgestellt hatte. Was du brauchst, ist ein Plan. Einen Plan von diesem Gehirn, damit du dich nicht verläufst. Ich meine einen Plan. Von einem Planmacher, du verstehst? Nein. Die Planmacher machen die Pläne im Gehirn. Solide Handwerker, aber sehr eigen. Wenn du einen Schuh brauchst, gehst du zu einem Schuhmacher. Wenn du einen Plan brauchst, gehst du zu einem Planmacher. Ich kenne einen, er lebt hier ganz in der Nähe. Soll ich dich zu ihm bringen? Ideen erhalten ihren Namen nach der Uhrzeit, in der sie entstanden sind, erzählte mir 16 U. Normalerweise sind die Namen viel länger, weil sie exakt bis auf die Sekunde die Geburtszeit angeben, also 23 U, 46 M, 12S. Oder 13 Uhr. 32 M, 55 S und so weiter. Aber 16 U war tatsächlich genau auf die Sekunde um 16 Uhr geboren worden. Sie ging vor mir tiefer in den Gehörgang hinein. Der Nachteil ist, dass hier viele den gleichen Namen haben. Es werden ja praktisch jeden Tag, zu jeder Sekunde neue Ideen geboren. Ich kenne 50 andere, die 16 U heißen. Und weißt du was? Keine von ihnen taugt was. Scheint keine besonders gute Uhrzeit für Ideen zu sein. Es ist mit einem dezent kriminellen Gefühl verbunden, wenn man einen Kopf durch ein Ohr betritt. Ich muss gestehen, dass ich mir dabei etwas unbehaglich vorkam. Irgendwie niederträchtig, wie ein ungebetener Gast, der sich zur Hintertür hereinschleicht. Nicht, dass ich etwas zu verbergen hätte, aber mir persönlich wäre es unangenehm, wenn jemand in meinem Kopf herumspazieren würde. Das Tageslicht drang nur noch sehr schwach hinter uns in den Gang hinein. 16 Uhr schlürfte vor mir her und gab gelegentlich müde Erläuterungen im Stil eines fremden Führers von sich, der das alles schon viel zu oft gesehen hat. Über uns erhebt sich das mächtige Schläfenbein. Ich mußte Acht geben, auf dem abschüssigen und vom Ohrenschmalz schlüpfrigen Boden nicht auszurutschen. Schon bald versperrt uns eine Wand, die aussah wie Pergamentpapier den Durchgang. Das ist das Trommelfell. Erläuterte 16 Uhr. Ich kenne ein Loch, da können wir durchschlüpfen. Das Trommelfell des Bollockohrs war tatsächlich durchlöchert wie ein Schweizer Käse, aber die meisten Löcher waren nur faustgroß. 16 Uhr führte mich zu einem, das immerhin so groß wie ein Fußball war. Das Trommelfell ist sehr dehnbar, wir müssen uns einfach durchquetschen, erläuterte sie. Anscheinend sind Ideen sehr elastisch. 16 Uhr flutschte nur so durch das enge Loch, während es mir selbst nur mit heftigem Baucheinziehen und tätiger Hilfe der Idee gelang, mich durch die Öffnung zu zwängen. Wir befanden uns jetzt in einer großen Höhle, an deren hoher Decke sich etwas zu bewegen schien. Wegen der schlechten Lichtverhältnisse, die mittlerweile herrschten, war aber nur schwer auszumachen, was das war. Das sind der Hammer, der Amboss und der Steigbügel des Ohrs. Frag mich nicht, warum die so heißen, aber sie spielen angeblich eine wichtige Rolle beim Hören. Auf der anderen Seite der Höhle mussten wir uns durch eine weitere löchrige Membran zwängen. Wir durchsteigen nun das sogenannte Schneckenfenster, rutschen durch einen extrem abschüssigen Gang hinunter, wir rutschen jetzt einen abschüssigen Gang hinunter und stiegen dann eine Art Treppe hoch. Wir betreten nunmehr die majestätische Schneckentreppe. Es war mittlerweile komplett finster geworden. Nur der bescheidene Schimmer von 16 U.s Körper, wohl das matte Nachglimmen ihrer Idee, erleuchtete die Dunkelheit. Ich befand mich wieder einmal in labyrinthartigen Verhältnissen. Ich fragte mich, wie ich erneut in so eine Situation kommen konnte, die mich beunruhigend an die Episode mit dem Stollentroll erinnerte. Der Gang vor uns schien sich schneckenhausartig nach innen zu winden und wurde immer enger. Wir bewegten uns mittlerweile auf Händen und Füßen vorwärts. Wir sind gleich da, sagte 16 Uhr und trug damit wenig zu meiner Beruhigung bei. Die Idee kroch in einen noch engeren Tunnel, der von unserem Gang abzweigte. An seinen Wänden zogen sich schleimige Kabel entlang in vielen verschiedenen Farben. Das sind Nervenfasern, das hier ist der Gehörnervengang. Wir sind jetzt am Ende des Ohrs angelangt. Ähnlich hoffnungsvolle Erläuterungen hatte auch der Stollentroll damals gemacht. Am Ende des Ganges war eine enge Öffnung, durch die mattes Licht hereinfiel. 16 Uhr flutschte geübt hindurch. Komm, rief sie von draußen. Ich zwängte mich mühsam durch das Loch. Wir befanden uns jetzt in einem weiteren Gang, einem großen Tunnel, an dessen Wänden kleine Funken entlang sausten wie wild gewordene Wunderkerzen. Die Funken schienen Stimmen zu haben, kleine, leise, aber deutlich vernehmbare Stimmchen, die flüsterten, murmelten, raunten oder kicherten, während sie an uns vorbeisausten. Manche waren größer, manche kleiner, manche weiß, andere rot oder grün. Sie kamen aus allen Richtungen, von hinten und vorne, von oben und von unten. Es war, als würde man im Zentrum eines Miniaturfeuerwerks stehen. Manchmal trafen sich zwei Funken, vermählten sich in einem blendenden Blitz und sausten zusammenquasselnd weiter durch die Dunkelheit. Staunend blieb ich stehen, verrenkte meinen Kopf nach den Leuchtspuren und fragte mich, was das wohl sei. Das sind Gedanken, sagte 16 Uhr. Wir befinden uns nun im Bollockgehören. Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderdaseinsformen und Phänomene Zamaniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigaller. Olog Gedanke Kommandär, Doppelpunkt im engeren Sinne jede vermittels des Denkprozesses aus der Sphäre der Anschauung und Empfindung eines, siehe Bollocks, in die des Begriffs, des Urteils und des Schlusses erhobene Vorstellung. Im weiteren Sinn aber jede Bollock-Vorstellung, deren Gegenstand nicht direkt in der sinnlichen Bollockwahrnehmung gegeben oder für dieselbe vielleicht ganz unzugänglich ist. Also sowohl des vermittels der Erinnerungskraft als auch des vermittels der Bollock-Fantasie vorgestellte. Die Erklärung des Lexikons kam wie immer ungebeten, im falschen Augenblick und nicht allgemein verständlich genug formuliert. Etwas populärer formuliert, ein Gedanke ist ein Mittelding zwischen einem Gefühl und einem ausgesprochenen Satz. Das ist bei Bollocks nicht viel anders als bei allen übrigen denkenden Lebewesen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste etwas dazu sagen, aber mir fiel nichts ein. Genau, das ist auch eine sehr schöne Definition des Gedankens manchmal hatte ich den seltsamen Eindruck, als spräche gar nicht das Lexikon in mir, sondern Professor Dr. Nachtigaller persönlich, wie bei einem Telefonanruf Bollock-Gehirn, das Doppelpunkt. Das Großhirn des Bollocks besteht aus zwei von tiefen Furchen Gehirnstraßen, durchzogenen Teilen, sogenannten Hemisphären, die durch eine Großfurche, Gehirnhauptstraße, unterteilt sind. Im Großhirn darf man den Sitz von Bewusstsein, Gedächtnis und Willen vermuten, wie bei den meisten anderen Gehirnen auch. Ferner logieren dort auch die Angst, der Humor, der Hunger und je nach charakterlicher Veranlagung entweder die Bescheidenheit oder der Größenwahn. Das Kleinhirn eines abgelegten Bollockkopfes ist eigentlich uninteressant, weil sich in ihm lediglich der Tastsinn und die Koordination des Muskeltonus befinden, die geordnete Körperbewegungen möglich machen. Die aber, da der abgelegte Kopf über keinen Körper mehr verfügt, nunmehr völlig überflüssig sind. 16 Uhr zeigte auf die flitzenden Lichtpunkte an der Tunnelwand. Es gibt eine Menge unterschiedliche Gedanken hier drin. Man erkennt sie an den Farben. Die roten da sind die alltäglichen Gedanken. Davon gibt es die meisten. Die gelben sind Sorgen, davon gibt es auch eine Menge. Die blauen sind Fragen, die sich das Gehirn dauernd stellt. Die grünen sind Antworten. Wenn eine blaue Frage mit einer falschen grünen Antwort zusammenstößt, passiert gar nichts. An der Wand stieß ein grüner Lichtblitz mit einem blauen zusammen. Es gab ein paar Funken, sie umkreisten einander irritiert und sausten dann wieder wispernd ihres Weges. Siehst du, Trifft aber die blaue Frage mit der richtigen grünen Antwort zusammen, dann verschmelzen sie und werden zu einer Lösung. Siehst du den dicken orangefarbenen Blitz da? Das ist eine Lösung. Tatsächlich sausten mehrere dieser orangefarbenen Blitze über die Tunnelwand. 16u schlug sich mit der Faust in die Handfläche. Stoßen nun zwei Lösungen zusammen, entsteht eine Idee. Entweder eine gute oder eine schlechte. Ich bin eben eine schlechte, seufzte 16u da hinten kommt eine gute ein paar meter von uns entfernt kam ein leuchtender tropfen um die tunnelbiegung er war mindestens doppelt so groß wie 16u leuchtete von innen wie ein weihnachtsbaum und brummte wie ein hochspannungsmast als er majestätisch an uns vorbeistolzierte hallo 16u grüßte er von oben herab hallo 21u 36m 14s grüßte 16u kleinlaut zurück wie kommt ein Bollock zu einer guten Idee? fragte ich. Ich denke, Bollocks sind geistig eher minder bemittelt. Wir gingen nebeneinander durch den Tunnel, der sich endlos zu winden schien. In kurzen Abständen zweigten zahlreiche Gehirnstraßen nach links und rechts ab. Um uns herum sausten ununterbrochen die Gedanken, Fragen, Antworten und Lösungen in ihren verschiedenen Farben. Sie werden erst blöde, wenn sie ihre Köpfe abgelegt haben. Die Köpfe selbst sind gar nicht so dämlich. Blöd sind nur die Körper. Und warum hat er den Kopf dann abgelegt, wenn er so intelligent ist? 16 Uhr leuchtet kurz rot auf. Sie rang nach Worten. Tja, das war eben eine von den schlechten Ideen. Warum wirst du so rot? 16 Uhr stöhnte. Äh, um ganz ehrlich zu sein, das war ich. Hinter einer Biegung, nach der ich einen weiteren Tunnel vermutet hatte, erweiterte sich plötzlich das Panorama. Wir hatten einen beeindruckenden Ausblick auf einen Hirntal, einer jener großen Hohlräume, wie es sie in Bollock Gehirn gelegentlich gibt. Über die Decke der Grotte zischten die Gedanken wie farbige Kometen über ein schwarzes Firmament. Unten lag ein verknotetes Labyrinth aus Hirnwindungen, kleine, enge Gäßchen, in denen tausende von Ideen hin und her wuselten, wie in einer orientalischen Altstadt. Das. Ist das Tal der schlechten Ideen, sagte 16 Uhr traurig. Hier wohne ich. Wir stiegen über eine serpentinenförmig gewundene Hirngasse abwärts ins Tal. 16 Uhr erläuterte mir die hoffnungslose Situation der schlechten Geistesblitze, die in diesem Tal lebten. Um ihr Dasein zu rechtfertigen, wuselten sie hier jeden Tag durch die Gänge und versuchten sich an den Mann zu bringen, in der trüben Hoffnung, dass zwei schlechte Ideen zusammen eine gute ergeben. Es ging zu wie auf dem Fischmarkt. An jeder Ecke stand einer der leuchtenden Tropfen und pries laut hals seine angeblichen Vorzüge. Ständig ich hielt mich jemand am Arm fest und behauptete, er sei der Einfall des Jahrhunderts. Manche Ideen standen grüppchenweise zusammen und stritten sich, wer die bessere von ihnen sei. An meinen auffälligen Aussehen nahm niemand Anstoß. Sie waren alle zu sehr damit beschäftigt, ihre sinnlosen Aktivitäten zu betreiben. 16 Uhr wurde festgehalten und in ein Gespräch verwickelt, während ich von der Menge weitergeschoben wurde. Erst als ich mich an einer Weggabelung umsah, bemerkte ich, dass 16 Uhr im Gewimmel verloren wurde. Ich entschied, einfach stehen zu bleiben und zu warten, bis sie an mir vorbeigespült wurde. Etwas packte mich am Arm und schwadronierte auf mich ein. Hey, Idee gefällig? Du siehst mir aus, als könntest du eine gute gebrauchen. Das Erste, was mir an der Idee auffiel, war ihr Mundgeruch. Sie presste sich ganz eng an mich und blies mir ihren Pesthauch ins Gesicht. Das Zweite war ihr Bart. Keine der anderen leuchtenden Tropfen hatte einen Bart, aber die hier hatte einen, der von der Nase abwärts fast den ganzen Körper bedeckte. Ich schloss daraus, dass ich es mit einem besonders abgestandenen Exemplar zu tun hatte. Was hast du denn anzubieten? fragte ich, um höflich zu bleiben. Die Idee grinste mich linkisch an. Äh, ich bin die Idee, man sollte mal ein paar Nervenstränge kurz schließen. Na, was ist? Machst du mit? Man sollte vielleicht mal ein paar Nervenstränge kurz schließen? Tja, »Ist doch eine gute Idee, oder?« Ich musste lachen. Das war taktlos, aber das bemerkte ich zu spät. »Naja, ich bin nicht der Stein der Weisen.« Die Stimme der schlechten Idee wurde plötzlich richtig feindselig. »Was hast du denn von mir erwartet? Die Erfindung des Buchdrucks? Der Herr ist wohl wählerisch?« Ich hielt nach 16 Uhr Ausschau. Die Situation wurde langsam unangenehm. Der wandelnde Bart sah mich misstrauisch an. »Überhaupt, was bist du denn eigentlich für einer? Siehst mir nicht gerade aus wie eine Idee.« bist du etwa einer von denen aus der anderen Gehirnhälfte? Die Idee umklammerte meinen Arm und wurde lauter. He, seht mal her, was wir hier haben! Das geschäftige Treiben um mich herum verstummte. Alle Blicke richteten sich auf mich. Der Griff um meinen Arm verstärkte sich. Der junge Herr hier ist was Besseres. Wir sind nicht gut genug für ihn. Aus neugierigen Blicken wurden ärgerliche. Aus geschäftigem Stimmengemurmel bösartiges Gemaule. »Was hat der Kerl hier überhaupt zu suchen? Ist wahrscheinlich einer von dem Gesocks aus der rechten Hirnhemisphäre,« rief jemand. Die anderen Ideen bildeten einen dichten Ring um uns, der Vorfall schien eine willkommene Ablenkung von ihrem hoffnungslosen Treiben zu sein. »Er sieht ganz anders aus als wir,« rief eine dünne Stimme aus der Menge. »Ich bin auf der Durchreise,« versuchte ich mich zu verteidigen, aber meine Bemerkungen gingen im allgemeinen Tumult unter. Er ist ein Spion, krähte die Stimme mit dem Bart. Er will unsere guten Ideen stehlen. Jetzt platzte mir der Kragen. Ich riss meinen Arm los und stieß die Idee von mir. So ein Blödsinn, rief ich laut. Was gibt es denn hier zu klauen? Gar nichts. Ihr seid doch nur ein Haufen von völlig unbrauchbaren Schnapsideen. Die Meute verstummte. Es gibt Augenblicke, in denen die Wahrheit das Falscheste ist, was man von sich geben sollte. Die Blicke der Ideen wurden jetzt noch. Feindseliger, der Ring enger. Es war der Bart, der den entscheidenden Vorschlag machte. Wir sollten ihn in den See des Vergessens werfen! Viele Arme ergriffen mich und hoben mich hoch. Ja, wirft ihn in den See des Vergessens! Er ist ein Spion! In den See des Vergessens mit ihm! Wie ein Korken auf hoher See wurde ich von der Meute weggetragen. »In den See des Vergessens mit ihm«, krakelte die Idee mit dem Bart, die die Menge anführte. »Und danach starten wir eine Revolution. Diesmal sind sie zu weit gegangen. Wir werden das ganze Gehirn ins Chaos stürzen. Sie haben lange genug auf uns herumgetrampelt. In den See mit ihm.« »Bolle, Gehirn, Komma, das, Fortsetzung.« in jedem Bollockgehirn befindet sich ein sogenannter See des Vergessens, ein einem kochenden Teersee nicht unähnlicher Tümpel aus flüssiger Vergesslichkeit. Wer oder was in ihn hineinfällt, stirbt den Tod durch Vergessen, was eine besonders radikale Form des Dahinscheidens ist, denn es bleibt nichts übrig, nicht einmal eine Erinnerung. Und das war nun das unangenehmste Ende, das ich mir vorstellen konnte. Tod durch Vergessen, für immer zu verschwinden, ohne die geringste Erinnerung zurückzulassen, sich einfach aufzulösen, ohne sich in das Bewusstsein seiner Zeitgenossen eingebrannt zu haben. Eigentlich war ich angetreten, um berühmt, vielleicht sogar unsterblich zu werden. Das hier war das genaue Gegenteil davon. Unter mir brodelte der See des Vergessens wie kochende Lava. Schwefeldämpfe stiegen hoch und nahmen mir fast den Atem. Wir standen auf einer Klippe darunter. Vier Ideen hielten mich an den Armen fest. Die mit dem Bart stand neben uns und schwangen mit überschnappender Stimme eine Rede an die übrigen, die sich um den Tümpel versammelt hatten. Das ist der an einer neuen Zeit. schrie sie. Wir werden die Herrschaft über das Gehirn übernehmen. Weg mit der alten Ordnung. Es lebe die Anarchie. Wir werden jeden Winkel des Gehirns mit Chaos füllen. Und dies hier soll unser erstes Opfer werden. Dieser Scherge der alten Gehirnhierarchie. Auf mein Kommando. Bei drei werft ihr ihn in den See des Vergessens. Ich überlegte fieberhaft nach einem Ausweg, aber es hätte wenig Zweck gehabt, gegen so viele Gegner einen Kampf zu beginnen. Eins zählte die Idee mit dem Bart, wie sich flüssige Vergesslichkeit wohl anfühlte. Gab es eine Chance, schwimmend daraus zu entkommen? Bollock gehören, das Fortsetzung. Doppelpunkt. Flüssige Vergesslichkeit besteht zu gleichen Teilen aus hochkonzentrierter Salzsäure und Bollockgalle, in der Millionen von gefräßigen Vergänglichkeitsbakterien leben. Die Chancen, ein Bad im See des Vergessens zu überleben, sind ähnlich niedrig wie bei einem unbekleideten Sprung in einen tätigen Vulkan. Zwei? Die Ideen schoben mich in den Rand der Klippe. Der Bart hob den Arm, um das entscheidende Zeichen zu geben. Halt! brüllte eine Stimme gebieterisch. Es war 16 Uhr. Meine kleine Freundin hatte es geschafft, sich durch die Menge zu drängeln. Entschlossen stapfte sie auf den Aufrührer zu, der etwas verwirrt zurückwich. Dann tat sie etwas, womit ich wirklich nicht gerechnet hatte. Sie packte die schlechte Idee am Bart und riss ihn hinunter. Denn es war ein künstlicher Bart. Was darunter zum Vorschein kam, war das Abscheulichste, das ich jemals gesehen hatte. Wenn sich ein Klabautergeist mit einem Stollentroll paaren würde, könnte nichts Abstoßenderes dabei rauskommen. »Ihr Idioten«, rief 16 Uhr, »wisst ihr nicht, womit ihr es zu tun habt? Es ist der Wahnsinn!« die Menge wich mit einem Aufschrei zurück. Die Idee, die sich als Wahnsinn erpuppt hatte, spreizte ihre Spitzenkrallen und zischte. Packt mich bloß nicht an! Ich beiße jeden, der es wagt, mich anzurühren! Ihr wisst ja, ich bin ansteckend! Die Menge teilte sich wie ein Stück Stoff.